Herzlich willkommen zu 5 Minutes for Growth, Staffel 2, Episode 19, Eigenleistungen. Wie bin ich auf das Thema Eigenleistungen gekommen? Wir haben vor einigen Wochen hier in 5 Minutes for Growth hier über Kernkompetenzen gesprochen und in diesem Zusammenhang auch über Outsourcing. Das Gegenteil von Outsourcing ist Insourcing und das heißt ja Kontrolle über etwas zurückerlangen. Eigenleistungen, damit meine ich genau das. Welche Leistungen, das ist eine strategische Frage, mindestens aber eine taktische, wir packen das in das Kapitel Strategie, welche Leistungen sind es, die ich unbedingt selber machen möchte, beziehungsweise meine selber machen zu müssen und auf keinen Fall auslagern möchte, auch wenn sie möglicherweise, und jetzt kommt der Differenzierungspunkt zu vor ein paar Wochen, als wir über Kernkompetenzen sprachen, auch wenn sie möglicherweise nicht meinen Kernkompetenzen entsprechen. Also was will ich selber machen? Dass dahinter ein guter Grund stehen sollte, ist unbenommen. Aber ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele aus unserem eigenen Geschäft. Dass wir die Beratungsleistung nicht outsourcen, die wir anbieten, liegt, glaube ich, nahe. Und da gehen wir sogar so weit, dass wir auch nur in sehr begrenzten Fällen mit Subberatern arbeiten. Wir haben beispielsweise in den USA unsere Kollegin Kim Wilkerson, die eine eigene Beratungspraxis hat und an die wir, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Beratungsmandat übergeben könnten in unserem Namen, sodass sie für uns dort tätig wäre, weil wir wissen, wie großartig sie ist. Das können wir auch in anderen Ländern noch tun. Ich habe jetzt Kim einmal als Beispiel genommen. Wir tun uns sehr schwer damit, externe Dritte mit unseren Klienten in Kontakt kommen zu lassen, weil wir meinen, dass unsere Schule eine besondere ist und unsere Art und Weise zu beraten auch. Also das lagern wir nicht aus, darüber wollen wir natürlich die Kontrolle haben, auch wenn wir auf eine andere Art und Weise möglicherweise mehr, quote unquote, Geschäft machen können. Aber dann kommen Dinge, die vielleicht nicht so nahe liegen. Beispiel, die Dokumentation von Ergebnissen eines Treffens, wenn sie denn in unseren Leistungsumfang gehören, machen wir auch selbst. Wir wissen, dass viele Berater das mit standardisierten Dokumentationshilfen auslagern und das geht sogar so weit, dass sie in eine andere Zeitzone ausgelagert werden, diese Tätigkeiten, damit sie schnell wieder auf dem Tisch sind. Das tun wir nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass diese Leistung in unserer Hand bleibt. Das ist eine strategische Entscheidung. Ja, die kostet uns möglicherweise Geld, weil wir Ressourcen vorhalten müssen, Rechner und so, und weil wir auch Menschen hier haben, die möglicherweise mal nicht zu 100% ausgelastet sind, die das tun, aber wir wollen das so. Das ist unsere strategische Entscheidung heute. Eine weitere Entscheidung ist beispielsweise PR. Wir haben festgestellt, dass uns PR-Agenturen nicht hinreichend gut verstehen. Das mag mehr über uns aussagen als über die PR-Agenturen, aber offenbar ist es uns bislang nicht gelungen, uns hinreichend deutlich zu machen, wie wir gerne PR machen möchten und was wir unter PR verstehen, nämlich nicht nur das Verfassen von Pressemitteilungen, das man ja aus zeitlichen Gründen durchaus auslagern kann, wenn die Sprache verstanden wird, sondern auch der Aufbau zu Redakteuren, der Kontaktaufbau, wissend, dass wir auch etwas zu sagen haben, ohne gleich werben zu müssen. Das heißt, wir haben mit mehreren PR-Agenturen gearbeitet und sind immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, Mensch, das haben wir doch schon so häufig gesprochen, es kommt immer noch nicht das raus, was wir gerne hätten. Schade. Wir übernehmen das jetzt als Eigenleistung und suchen uns die Unterstützung von PR-Agenturen nur noch gezielt, wenn es um gezielte Fragen der PR geht. Formulieren können wir selbst, das machen wir dann eben auch selbst. Was sind Dinge, die Sie strategisch entscheiden, selber machen zu wollen und welche Gründe hat dies? Ich möchte Sie ermutigen und ermuntern, diese Diskussion zu führen, denn sie ist ja mehrdimensional. Auf der einen Seite gibt es Dinge, die stellen sich von selbst als Selbstleistung, als Eigenleistung dar. Dann gibt es aber auch Dinge, über die man trefflich diskutieren kann. Und hier ist die Frage, machen wir die Dinge selbst, weil wir sie immer selbst gemacht haben? Machen wir die Dinge selbst, weil wir keinen kompetenten Partner gefunden haben? Oder meinen wir, dass wir hier eine strategische Antwort, eine taktische Antwort mindestens aber haben, die uns den Weg weist, warum wir diese Leistung selbst machen? Wenn Sie keine gute Antwort haben oder nur eine Alibi-Antwort darauf haben, warum Sie Dinge selbst tun, lagern Sie sie lieber aus. Aber heute möchte ich Ihnen Mut machen, auch dazu zu stehen, Dinge zu tun, die Sie möglicherweise nicht selbst tun müssten,
wenn Sie eine gute strategische Antwort darauf haben. Welche sind das? Wie immer können Sie mir schreiben. guido.quelle@mandat.de. Ich freue mich auf Ihre E-Mail. Bis dann. Ciao.